Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge hier aus dem Skigebiet Pfälders in Südtirol in Italien. Und ihr habt ja gesehen, es schneit. Und ja, auch hier bei mir im Pfälders schneit es. Wie ihr ersichtlich ersehen könnt. Ja, es ist einfach herrlich. Es liegt jetzt einfach viel Schnee hier im Pfälders. Ich glaube, ein halber Meter mittlerweile, glaube ich, weil die Schneeknonen langsam eingeschneit sind. Aber wir wollen jetzt demnächst mit dem Skibetrieb starten. Im Pfälders, glaube ich, hat jetzt am 3. Dezember gestartet. Wenn wir da durchgehen, wie viel Schnee da mittlerweile liegt, also ja, Wahnsinn. Also, okay, das ist jetzt der technische Schnee, aber nee, ist ja Schnee bekanntlich. Und hey, da haben so einen Riesenstein mit was eingefügt. Genau, wir haben jetzt eine ganz, ganz gefährliche Lawinensituation. Ja, aber das ist halt so hier im Skigebiet im Winter. Mit diesen Lawinen fangen Zaun, aber ich glaube, der hilft mir auch nicht so stark. Aber ich würde aber mal sagen, die Techno-Alpin-Schneekanone werden wir mal abschalten. Wir werden die dann wegräumen, weil hier auf einigen Stellen, überhaupt hier oben im Steilhang, haben wir eh schon einiges an Schnee liegen. Und dem Tal glaube ich eher nicht noch, aber und die werden dann alle wegräumen mit dem Pistenpulli. Frage, wo steht denn der Pistenbulli? Wir gehen einmal in die Beschneiung hinein. Haben wir hier unser Schneimenü. Und wir werden hier mal die Gruppe 8 abschalten. Das ist die Beschneiungsanlagen für die Gruppe 9. Also Gruppe 8 ist einmal aus. Okay, und im Tal lassen wir es an. Hier die Gruppe 8 auch. Dann haben wir die Gruppe 9 und die Gruppe 8 ausgeschalten. Unten ganz im Tal, da lasse ich es noch angeschaltet, weil ich weiß noch nicht, wie es da unten mit der Schneelage ausschaut. Ja. So, wie schaut's aus? Was machen wir jetzt demnächst? Als erstes, ich würde einmal sagen, wir werden einmal, ja, den Pistenbulli holen. So, also werden wir uns mal auf die Suche durch den Schnee stapfen und auf den Weg zu unserem Pistenbulli suchen. Weil ich hier präparieren will, werde ich mal den Zaun einfahren noch einmal. Letztens habe ich jemand gefragt, ob das hier ein Mod ist. Das ist ein Mod. Den findet ihr in einer Work Upload oder in diesem Steam Workshop, genau, im Steam Workshop. Ich hole mir meinen anderen Pistenpulli. Ui. Ja. Zum Thema, es liegt Schnee. Es liegt viel Schnee mittlerweile hier. Ja, mittlerweile liegt hier wirklich viel Schnee. Im Pfälders. Aber nichtsdestotrotz. So. Dann werden wir uns mal auf die Socken machen.
Können wir hier wenden? Also, ne, hier. Genau. Wir werden uns aber davor noch ein paar Sachen ändern. Und zwar wollte ich den einen Pistenbully verkaufen, weil. Na, den wollte ich jetzt nicht kaufen. Weil ich mag die Dinger nicht. Und deswegen dachte ich mir halt. Genau. Tut mir leid für alle Freunde des anderen Pistenbullis, aber mir gefällt er nicht. Was mir aber gefällt, ist dieser eine Mod-Pistenbully. Wobei, wir haben doch eh einen, oder? Den haben wir. Genau. Wir haben ja eh zwei Pistenbullis hier schon stehen. Und wie man sagt, fahren wir mit denen mal raus. Aber die eine Schneekanone, die lebt da gefährlich. Warum habe ich da den da oben so, genau so, dann kann man viel besser fahren, nehme ich damit. Genau, zuvor werden wir uns aber noch ein paar Pisten kaufen. Genau, hier auf dieser wunderschönen Map Felders. So, wir kaufen uns, der ist hier heute geschlossen. Nein, wir haben nicht geöffnet, liebe Fahrgäste, die Gäste, sorry Leute. So viel Trennsimulator gespielt. So, bei Investitionen. Werden wir uns jetzt einmal kaufen, die Piste Nummer 6. Den Skiweg, den würde ich auch gerne kaufen. So. Die Piste Nummer 5, wo haben wir denn die? Achso, das ist die Lerchenwald, der Lerchenwald. So, was kaufen wir uns? Piste Nummer 6. Welche? Dann kaufen wir uns die Piste 8. Die Piste 7 machen wir noch nicht auf. Die kaufen wir uns erst nächstes Mal. 6a. 6 und 6a, 8a. Piste 7 kaufen wir uns noch nicht. Und die Piste 9. Naja. Dann beachten wir die halt einmal. Die oberen Böden. Lassen wir mal. Gut. So. Eigentlich, wo habe ich die alles schon gekauft gehabt, aber durch dieses Update im Sommer muss man ja komplett neu anfangen mit dem Spielstand, aber ihr seht's. Es liegt genug Schnee, dass wir hier ordentlich präparieren können. Und dann auch schon aufsperren können, theoretisch. Als auch praktisch. Denn die Skifahrer warten ja schon regelrecht auf den Saisonstart hier im Felders. Genau, das sagt ihm ja auch schon, dass wir da gleich hängen bleiben werden.
Ja, der erste Spieltag beginnt dann bald. Wahrscheinlich dann im nächsten Video. Vermute ich jetzt mal in der Folge 6. Fangt dann die Saison hier an. Eine Woche später als geplant. Aber da ja das Wetter in den letzten Wochen ja eigentlich nicht allzu berauschend war und immer wieder Wärmeeinbrüche waren und wir deswegen hier auch nicht richtig präparieren oder Schnee erzeugen konnten, ja, konnten wir halt nicht wie geplant den Saisonstart durchführen. Aber jetzt haben wir genug Schnee hier im Feldersand. Da würde ich mich gern abseilen dann, wenn wir da die steile Piste präparieren. Aber das wird dann wieder eine Gaude werden, wenn wir dann jeden Tag am Abend die Pisten präparieren müssen hier. Mit die Skifahrer dann nicht meckern am nächsten Tag. Ihr habt keine schönen Pisten, wir können bei euch nicht Skifahren, also. Ich stelle mir schon die Frage, soll ich den überhaupt weiter präparieren? Weil wenn es jetzt so stark schneit, ist jetzt die Frage, durch diesen starken Schneefall, ob dann nicht die Pisten wieder zu werden, also die frisch präparierten Pisten nicht wieder voll Schnee werden und daher nicht mehr sichtbar sind. Das ist jetzt die andere Frage nämlich wieder. Weil dann würde ich mal den 100er Pistenbulli schnappen und dabei die Schneekanonen einsammeln. Ist halt dann die Frage. Aber schauen wir mal, wir präparieren mal hier den kleinen Zubringer zum Lift. Zumindest so hohe Schneeberge haben wir ja dann nicht mehr. Ich freue mich dann schon wieder aufs Beschicken der Bahnen, das wird auch immer wieder lustig werden. Wenn man das jetzt einen Sommer lang nicht gemacht hat, oder was, ein halbes Jahr dann. Kann das ziemlich lustig werden. Aber ja, schauen wir mal, wie es dann grundsätzlich wird. Und ihr seht, der Schnee schmilzt auch wieder, also anscheinend ist es doch nicht allzu kalt hier im Felder heute. Wir haben ja auch aktuell nur so 3-4 Grad am Tag und so 0 bis minus 1 in der Nacht.
Aber was sie machen könnte, ist mal den Skiweg präparieren, weil den Skiweg, den müssen wir nicht jeden Tag präparieren, würde ich mal behaupten, weil ja. Wichtig ist, dass ja die Skipiste selbst in tadellosem Zustand ist, dass halt hier die Skigäste auch voll auf ihre Kosten kommen können, wie man das so gerne sagt. Und ja. Wir haben mit Metallraupenwerk. Es gibt auch besten Bullis mit Gummibereifung. Ich habe mir letztens so eine Doku angeschaut über Pistenfahrzeuge und ja, das war sehr interessant. Aber ich habe halt nur Angst, dass er durch diesen starken Schneefall hier im Fellers wieder unsere ganzen Pisten weggehen. Dann ist das erstens nicht Geldverschwendung vom Pistenfahrzeug her. Weil die kostet auch Treibstoff. Der Bremer hat hier noch schnell die Einfahrt unserer Raupengarage. Aber irgendwie macht das schon Spaß, wenn dann die schönen Pisten so schön präpariert sind. Auch wenn wir keine 3D-Texturen haben. Sondern nur 2D oder eher so ein Fotoaufdruck. Das Fahrzeug wechseln. Und hier auch unser Snowsat. Also wenn wir dem glauben würden müssten, hätten wir hier ungefähr über 1 Meter Schnee auf den Pisten. Die können wir ja stehen lassen. Wichtig sind ja nur die Schneeerzeuger auf den Pisten. Weil die stören ja dann auch im Skibetrieb. So, einfach den Schlauch abkoppeln und können wir das hier zumachen, nämlich den Schneeerzeuger selbst können wir ja dann wieder so hinstellen, wie er war. Und dann einfach abtransportieren. Hier, das wäre eine gute Stelle hier.
oder? Was sagt ihr? Ja, hier ist eine gute Stelle. Dann könnte er die Stütze wieder einfahren oder ausfahren. Schneekanonenstützen ausfahren. Weil dann lassen wir die einfach mal so stehen hier. Vielleicht schalten wir das Licht aus. Das wäre gar nicht so schlecht, wenn wir das Licht ausschalten würden. So, da haben wir noch eine Schneekanone, ein Schneeerzeuger von Techno Alpin. Den stellen wir einfach hier hin. So, dann begeben wir uns einmal hier in den Schneechaos. Ins Winterwunderland. Und schauen wir einfach einmal, wo die Schneekanonen hier verschneit sind. Da haben wir noch eine. Die wäre sogar noch angeschlossen. Die schließen wir mal vom Schlauch ab. Wo ist der Anschluss? Da ist der Anschluss. Na, langsam liegt hier wirklich zu viel Schnee. Da kann ich mich noch gut erinnern, in Wallnitz letztes Jahr. Und da haben wir ja so viel Schnee gehabt in Wallnitz, dass wir nicht einmal mehr die Schneekanonen gesehen haben. Fast, na, das war dann nicht mehr schön, wenn zu viel Schnee liegt im Skigebiet. Und wir eine höchste Warnstufe an Lawinen haben, also. So. Gehen wir einfach mal rauf und bauen die anderen Schneekanonen einfach einmal ab. Und da haben wir uns ein so. Genau, und die eine obere machen wir dann noch, dann machen wir uns wieder unterwegs hinunter, also auf dem Weg hinunter, ein bisschen Bulli. Aber wie lange soll es heute schneien, bitte? Also den ganzen Tag, die ganze Nacht, dass wir da 3 Meter Schnee haben und nicht einmal wieder die Schläuche sehen können, also es wird spannend hier im Fellers. Auf jeden Fall, der kommt auch weg. Und Licht ist aus. Dann machen wir mit der Taste B wieder die Anlage zu. Hier auch gleich und da fahren wir die Stützen ein, so dann stapfen wir durch diesen tiefen Schnee, der hier gefühlt größer ist als ich, also ich bin 1,90 Meter und der Schnee ist anscheinend 2 Meter hoch dann.
So, dann schnell in den warmen Pistentunnel hinein. Tür zu. Und wir machen uns wieder unterwegs. Wir machen uns wieder auf zu unseren Nähkanonen zum Einsammeln heute. Und sammeln munter weiter unsere Schneeerzeuge ein hier im Fellers. Oben haben wir noch einen Schneeerzeuger, also wir haben gleich hier auf der ganzen gesamten Piste hinauf. Die oberen Schneeerzeuger werde ich dann oben hinbringen, also zu dieser Rennstrecken, zum Rennstreckenstart. So, wie steht die da? Da steht sie. Sehr gut. Aber wir könnten ja auch okay, das war schlecht. Ich meinte gerade, wir könnten ja auch welche hinstellen lassen und sollte doch der Schnee wieder schmelzen, dass wir noch ein paar Schneehaufen produzieren können. Das sieht man gut auf der Map unten rechts am Display. Die Schneehaufen, also hier können Sie es sehr gut sehen. Diese erzeugten Schneehaufen, und dieser rote ist halt der Naturschnee. Sprich, wir haben circa ja über einen Meter technischen Schnee erzeugt hier. Und ja, also Naturschnee ist jetzt circa 20 cm. Vorhanden, das sehen wir auch irgendwie an den Reifen, also dass sie nicht komplett im Schnee versinken. So, wenn man die falsche Taste drückt, ist natürlich auch immer toll. Das kommt dann richtig professionell rüber. Ich würde mal sagen, wir stellen hier auch noch welche ab. Hallo? Okay. Auch gut. Läuft. Läuft sehr gut hier im Skigebiet. Ich hole dich schon wieder ab. Wo bist du? Da bist du. Also, es gibt keinen Kommen hier von mir. Und da steht noch eine. Aber der Schnee ist wirklich schön hier so. Wir sehen das ja auch hier an der Darstellung vom Schnee. Wirklich schön. Oh, dann werden wir die nächste Schneekanone einsammeln. Erstmal werden wir die vom Betrieb nehmen, vom Netz nehmen. Vom Schlauch drinnen, die Schlauchklappe schließen wir.
dann bei der Kanone die Spitze ein. Klappen sie zusammen. Und holen sie ab. Die nächste bitte. Und wie schaut's da aus? Wir werden die wieder ausrichten, richtig? Die Stütze einfahren. Hier am Hydranten werden wir die Abdeckung schließen, genau. Genau, da zeigt so sehr an die Schneehöhe von 1,20 Meter hier circa. Nur das Fernlicht einschalten, es ist so dunkel hier heute im Skigebiet durch den starken Schneefall hier. Da haben wir 2 Meter hohe Schneefronten gebaut, okay. Wo stellen wir dich hin? So, wir müssen das Licht aber wieder abschalten an der Kanone, an der Schneekanone mit der Taste. Okay, also das ist unser Licht, was so blendet. Okay, ich dachte mir jetzt voll, welches Licht blendet dazu, aber unser Licht blendet hier so.
da sehen wir auch gut, wo wir gefahren sind, drücken wir den Schnee nieder. Also sprich, überall wo wir gefahren sind, die dunkelroten Spuren am Display. Also wenn das so weitergeht, können wir morgen unseren Schiebetrieb starten. Ach, dann schaut mal den Hydranten hier an, wie tief der im Schnee versinkt. Dass da keine Lawine abgeht. Das wäre ja auch nicht so gut. Wo stellen wir die jetzt hin? Stellen wir die jetzt einfach einmal dahin, oder? Ja, stellen wir es einfach mal dahin, würde ich sagen. Einmal abschalten, einmal umdrehen. Genau, wo ist der Wasseranschluss? Hier ist der Wasseranschluss. Dann können wir die mal vom Schlauch trennen. Da können wir die Schutzmatte anbringen. Dann fahren wir hier mal die Stützen wieder ein. Und können sie gleich zur anderen Schneekanone bringen. Oder machen wir uns auf zur nächsten Schneekanone? Wenn wir schon da fahren, können wir die Piste präparieren ein bisschen. Oh, ein Abschalten mit das DP wie Batterie. So, dann werden wir sie vom Schlauch trennen. Hier herrlicher Ausblick aus Pfellers. Da haben wir auch noch zwei oder drei, glaube ich, stehen. Stützen einfahren.
Und dann bringen sie mir wieder runter zu den anderen Schneeerzeugern. Ich stelle jetzt einfach nur mal so provisorisch ab. Später werde ich sie mir aber noch mal holen und wir werden sie dann entweder als Mittelstation bringen, wo die Raupengarage ist, damit die dann nicht unnötig im Weg stehen. Da steht noch eine. Obwohl ich das schon so oft gespielt habe, die Tastenkombis, die beherrsche ich auch noch immer nicht. So, das wird noch ein bisschen dauern, bis ich das im Schlaf beherrsche. Das sind diese Leitstäbe da links. Da ist jetzt die Frage, wenn hier 2 Meter Schnee liegen würden. Würden wir sie noch erkennen oder werden wir sie am Schneeradar erkennen? Weil wir sind ja mit dem Snowsat ausgestattet. Also hier überall, wo unsere Pisten sind, haben wir unsere Markierungen. Aber herrlich der Ausblick hier auf Pfelders. Und wenn wir schon unterwegs sind, reparieren wir gleich die Piste, auch wenn es wieder zugeschneit wahrscheinlich werden. Die nächste, ich glaube, da steht jetzt nur mal eine oben. Glaube ich zumindest, aber glauben ist ja nicht wissen bekanntlich. Also ist die Frage, wo steht der nächste Schneeerzeuger? Ich sehe einen hier stehen. Wie viel steht oben? Steht noch einer, oder? Ich glaube, 2 insgesamt stehen noch hier.
das Gute am kleinen Pistenbully, dass wir hier überall dazukommen. Oder fast überall hinkommen. An letzte Saison erinnern. Da sind wir ja auch manchmal hängen geblieben. Ich hoffe natürlich diese Saison dann eher nicht mehr, weil es macht auch keinen Spaß, wenn wir andauernd hängen bleiben irgendwo. So, aber na, wir holen jetzt einfach die Schneekanone von da oben. Da ist er ja, der Schneeerzeuger von Techno-Alpin. Zu Schneesturm ist. Es macht nicht allzu viel Spaß im Schneesturm da draußen zu stehen. Ich würde mal sagen, wir stellen einfach hier auch welche hin. Eine lange Folge wieder mal mit 50 oder einer Stunde, schauen wir mal. Also nicht mit 50 Stunden, das ich würde die Festplatte nicht überleben. Abgeschaltet haben, mein Licht ist auch aus. Dann bringen wir ihn mal hinauf zu seinen Kollegen.
Machen wir das Fernlicht aus, das blendet doch ein bisschen. Und jetzt, wenn wir dann runterfahren, dann werden wir noch den Skiweg präparieren. Vielleicht haben wir doch die Stützen ein. Achso, die sind eh eingefahren. Okay. Ah, jetzt sind sie eingefahren. Perfekt. Licht ist aus. Ja. Jetzt ist es auch aus. Das ist sowieso, schon aus. Wenn wir schon herum sind. Also man könnte theoretisch die Seen schon schiefern, also. Wobei tief Schnee schiefern ist für mich nichts. Ich habe das mal unabsichtlich am Annaberg ausprobiert, im Tiefschnee Ski zu fahren. Nein, das ist nichts für mich. Ich habe es lieber präpariert. Dann macht es ein bisschen mehr Spaß, finde ich. Aber das ist ja bekanntlich Ansichtssache. Das haben wir doch erst gefahren und schon wieder so viel Schnee hier. Wahnsinn. Machen wir hier eine kleine Spur. Damit wir wissen, wo wir überhaupt lang fahren müssen. Richtig winterlich hier im Felders. Wie die Piste Nummer 9. Und da steht noch ein Schneeerzeuger. Okay. Wenn wir da schon sind, wenden wir einmal. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich noch weniger.
Was wollte ich jetzt genau? So, was machen wir denn mit dir Schönes? Wir bringen dich zu deinen Kollegen. So, Stützen sind eingefahren, genau. Und du kommst auch wieder mit runter. So, stellen wir den einen Schneerzeuger zu den anderen Schneerzeugern, zu seinen Kollegen, dass er nicht so allein ist, hier auf der großen weiten Skipiste. Noch irgendwo Schneeerzeuger irgendwo auf dem Pistenständer haben wir. Den sammeln wir auch noch schnell ein. Der hier irgendwo tief verschneit steht. Wo steht der? Der wird gleich niederführen. Nein, Spaß. Hier steht er. Da stehen unsere fünf freundlichen Schneekanonen, die uns allerhand viel Schnee gebracht haben. Stellen wir uns jetzt da gescheit hin, dass wir mit dem Großen rausfahren können. Und Batterie sparen, abschalten. Theoretisch auch einfahren. So, warum lasse ich immer überall das Licht brennen? Das ist auch die große Frage. Genau, Licht brennen lassen. Das ist die große Frage hier. So, dann rauf in den großen Pistenbulli.
minus 13 Grad haben wir aktuell hier. Laut dieser Anzeige. So, was mache ich da schon wieder falsch? Okay, da habe ich was übersehen. Die Bergstation sollten wir nicht kaputt machen. Das könnte dann ziemlich teuer werden. Wir könnten aber die Rodelbahn machen, genau. Machen wir doch gleich die Rodelbahn. Da freuen sich die Kinder dann auch, wenn sie rodeln können. So, schauen wir mal auf unsere Karte, dass wir auch die Rodelbahn finden. Okay, das hier ist die Rodelbahn, die werden wir uns schnell kaufen. Sonst meckert hier das Spiel auch noch. Ich glaube, so eine Rodelfunktion gibt es hier im Spiel nicht, wo die Kinder dann rodeln. Aber auch schön, dass wir hier eine Rodelbahn haben jetzt auch. Also immer jetzt auch wieder gescheit reparieren können. Also ich persönlich bin ja mit so einer Rodelbahn noch nie konfrontiert gewesen. Ich bin noch nie auf so Rodelbahnen runtergerodelt oder so. Also ich habe es immer schon gesehen, aber selbst gerodelt bin ich da eigentlich runter noch nie. Aber vielleicht kommt das ja noch, also mit der großen Rodel. Schauen wir mal, was die Zukunft noch bringt. Ja, das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass die Kurve ziemlich eng werden wird. Aber vielleicht ist deswegen diese Funktion da. Ein Schild abmontieren. Und vielleicht machen wir nächstes Mal das selber wieder mit dem kleinen Pistenbully, mit dem 100er. Manchmal sind die Stangen extrem eng gesteckt, finde ich.
würde ich gleich nicht einmal mit dem 100er Pistenblick durchfahren können. Dann stehen manchmal Büsche im Weg, also ja. Ja, immer nicht zahmgleich. Minus 13 Grad. Ist schon sehr kalt eigentlich. Kann man auf einem Rodelweg auch mit den Skiern runterfahren? Das wäre auch eine gute Frage. Kann man bestimmt auch mit den Skiern hier runterfahren. Weil repariert wird ja echt recht gut von mir. Also ich bemühe mich und gebe mein Bestes, dass es hier einigermaßen ordnungsgemäß auch vonstatten geht. Müssen wir jetzt fahren? Ich glaube. Glaube zu glauben, dass wir eh hier hinfahren müssen dadurch. Für dieser Skiweg, diese Rodelbahn ist. Achtung, Vorsicht. Ach, hier unten, man merkt's. Hier herunter ist noch nicht allzu viel Schnee. Schieben wir da ein bisschen Schnee hin.
Aber wir schalten mal aus. Alles. Genau, Rodelbahn könnten sie theoretisch nutzen, die Gäste. Aber ansonsten ist eigentlich noch alles zu. Rodelbahn hätten wir voll offen, also wenn jemand fahren möchte, achten Sie bitte auf die extrem hohe Lawinengefahr hier im Pfälzer heute. Wir haben Lawinenwarnstufe 5 von 5, also extrem hohe Lawinengefahr. Also Kassen sind noch nicht besetzt, aber wird sich demnächst ändern. So, was wollt ihr essen? Genau. Ich dachte mir, wir machen hier zu. Ja, sinnvoll. Das lassen wir lieber. Wo geht's da auf? Da geht's auf. Der arme Pistenbully, der tut mir leid, wenn der da so mit Leidenschaft gezogen wird. Nicht wörtlich. Dann kommen's rein, schauen Sie sich die wunderschöne Winterlandschaft hier an im Pfälzer. Nächstes Mal werden wir uns dann die Bahnen anschauen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Fahren wir nicht. Aber nächstes Mal geht's in die Lot im Pfälzer. Abö bitte anrufen. Da steht der 8er Gondelbahn eigentlich und wir haben hier eine Kabinenbahn, aber wir schauen uns nächstes Mal an, was es da auf sich hat. Das überziehe ich schon extrem gerade das Programm, glaube ich. Eine Stunde 15 haben wir schon. Was ich nämlich noch machen wollte. Es hat aufgehört zu schneien, Leute. Das war nicht meine Absicht. Es hat aufgehört zu schneien. Ich weiß aber nicht, wo das ist, nämlich. Deswegen, wir könnten ein Feuerwerk auch aufbauen. Vielleicht zum Saisonstart, was wir im Feuerwerk machen. Aber. Murmi bitte noch nicht in Betrieb nehmen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Egal. Ich wollte eigentlich nur.
Genau, das wollte ich nämlich jetzt aufbauen. Dass wirklich alle Leute wissen, okay. Man könnte theoretisch, aber man sollte nicht. Tiefer bitte. Auch wenn es vielleicht die Schneelage hier schon zu trauen könnte, aber bitte machen Sie es nicht. Zu all unserer Sicherheit bitte mir noch nicht Ski zu fahren hier. Deswegen ist hier auch noch abgesperrt. Damit bitte hier keiner Skifahren geht. Bitte macht das nicht. Geht bitte nicht Skifahren hier im Felders noch. Also hier im Spiel, zumindest in der Realität, glaube ich, kann man schon im Felders Skifahren gehen. Aber hier bitte noch nicht. Das ist äußerst gefährlich. Ich brauche hier keine Verletzten. Ich bin zwar Ersthelfer, also trotzdem, aber. Bitte pass auf. Achso, okay, schneid dort trotzdem noch. Okay. Also bitte, auch wenn hier gesperrt ist, bitte fahrt noch nicht Ski. Wir haben hier extrem hohe Lawinengefahr, außer ihr wollt mit der Rodelbahn fahren, dann wäre das grundsätzlich möglich. Zum Schluss dachte ich mir, fahren wir noch einen kleinen Rundflug in das Skigebiet Fellers. Genau, was steht an nächstes Mal? Wir werden hier die Pisten präparieren und auch die Schneekanone laufen. Ja, da die kleine Bahn werden wir präparieren. Liftspuren werden wir ziehen. Also es gibt viel zu tun, auch nächstes Mal wieder. Ich bin froh, dass wir hier mittlerweile ja, fertig gemacht haben. Nächstes Mal gibt es wieder viel zu erleben hier im Felders. Ich mache mir hier noch einen angenehmen Nachmittag. Wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns nächstes Mal, nächsten Montag mit der Folge 6 im Felders. Bis dahin, ja, bleibt neugierig, will ich mal sagen, wie es hier weitergeht. Bleibt gesund, es wird kalt, es wird Winter. Verletzt euch bitte nicht im Felders oder wo ihr auch Skifahren geht. Ja, und bis bald. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, sagt der Markus. Ciao. Ja, und gesund bleiben. Und Freude an der Natur und am Skifahren haben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.